Fenster zusammengefallen. Oh, ja. Willkommen daheim, mein Junge. Das sind die Erinnerungen, die gerade auf. Okay, wer säuft sich jetzt alles die Hucke voll? Seine Karre ist der Hammer. Ich will dich ja, Chef von Hollow. Ich bin auch gerade so. Dann laufe ich hier rum. Müssen doch irgendwo unsere Sachen sein. Muss ich runter in den Keller? Ach so, ja. Wir haben uns ja im Keller hingelegt zum Pennen. Ja, da megamäßig wurden wir verraten. Boah. Ach du Scheiße. Das ist keine gute Idee. Viele Jungs sterben da drüben in Vietnam. Ich muss es aber tun. Habe ich dir schon erzählt, woher ich die habe? Klar, gestohlen. Stimmt. Aus der Tasche von dem alten Weißen, der immer nur rumgestänkert hat, wenn er hier war. Nimm sie. Mir hat sie immer Glück gebracht. Das kann ich nicht annehmen. Ich weiß, du hast Angst, allein auf der Welt zu sein. Bist du aber nicht. Und wirst du auch nie sein. Benutze dein Kampfmesser, um Gegner mit einer tödlichen Überwältigung auszuschalten. Alternativ kannst du im Optionsmenü unter Spiel auch nicht tödliche Überwältigungen auswählen. Okay, also wäre es ja sonst langweilig. Wenn schon, dann richtig. Versteck. Draußen im Kampf wird alles Geld, das du erbeutest, in deiner Brieftasche verwahrt. Wenn du in Gefecht umkommst, verlierst du einen Großteil davon. Also bunkere es lieber im Safe. Mhm. Das heißt, jedes Mal, wenn wir irgendwas machen, wo haben wir es jetzt da reingetan? Okay, das ist der Plan, Padre. Neue Outfits verfügbar. Du hast neue Outfits freigeschaltet. Wechsel dein Outfit mit Hilfe des Kleiderschranks in einem Unterschlupf. Okay. Guck mal, hier unten im Keller ist noch, funktioniert noch alles. Was haben wir hier? Varagas Gemälde. Danny Hollow. Oh. Hübsches Fräulein. So, dann gehen wir jetzt einmal zum Kleiderschrank. Das heißt, hier unten im Keller wird keiner nachschauen. Auch wenn die Bruchbude ist. So, was haben wir denn? Also mach dich bereit, Soldat. Und jetzt was? Ha! Mit einem neuen Haarschnitt, mit einer Mütze. Oh, guck mal, sieht gleich ganz anders aus. Ja, das nehmen wir nochmal als Verkleidung. So, dann gehen wir mal hoch. Boah, ich krieg gerade Gänsehaut, ein bisschen kalt. Ich habe die Heizung angemacht, aber wie, was, jetzt schon die Heizung? Ja, Leute, aber. Genau, mach wieder zu. Muss ja keiner wissen, dass wir hier. Wo kommt denn das Auto weg? Barclay. Zufluchtsorte sind Parkplätze, New Bordeaux, an denen du dich mit Verbündeten und Geschäftspartnern treffen kannst. Du kannst Zufluchtsorte nicht betreten, solange du.
Keine Ahnung, wie wir die... Oh, Alter! Was fährst du mir einfach vor? Ja, geh einfach über die Straße und bleib nicht stehen. Kommen wir uns mal dazwischen. Schade, ich wollte auch gerade mal hupen. So, da. Oh, wir sollten hier hin. Müssen wir oben hin? Kommt dran, wen wir jetzt besuchen. Ich weiß nicht, wer jetzt hier wohnt. Lauter mögliche Verbündete, okay. Hey, eine richtige Abhörzentrale. Wenn man so eine Aktion erfolgreich durchführen will, muss man sie einem anderen in die Schuhe schieben können. Drum habe ich den ganzen Krempel hier beim FBI geklaut. Wenn die Sache schief läuft, haben die Idioten das Problem am Hals. Wie ich sehe, hast du dein Handwerk nicht verlernt. Wenn es eins gibt, das ich kann, dann ist das Hoovers Schwuchteltruppe eine reinzuwürgen. Und während du krankgeschrieben warst, hab ich schon mal was rausgefunden. Die Frage ist ja, welche Leute du hier rekrutieren kannst. Und ich sehe da drei Möglichkeiten. Oberste Priorität wäre, das Hollow denen abzujagen, die sich jetzt da breit machen. Hab ich mir schon gedacht. Stehst du? Haitianer? Ich dachte, die sind Geschichte, seit Baka tot ist. Zum Glück sind sie wieder da. Und sie sind nicht gerade erbaut, dass Sal das Hollow der Dixie-Mafia gegeben hat. Dixie-Mafia? Georgies Idee. Sie dealen Heroin für ihn. Er will das ganze Hollow süchtig machen. Fucker. Ich schwöre dir, ich lasse nicht zu, dass diese ganzen Wichser alles zerstören, was Sammy aufgebaut hat. Wer hat Baka ersetzt? Ist nicht bekannt. Er hat's geschafft, anonym zu bleiben. Ist nicht bekannt? Geheimnisse vor John Donovan? Dass ich das noch erlebe. Tut mir leid, ich habe nicht genug dunkle Pigmente in der Haut. Also ist meine einzige Chance, mich an einen der Haitianer ranzuhängen und hoffen, dass er mich zu seinem Chef führt. Hey, ist besser als nichts. Und wenn du dich bei ihnen eingeschmeichelt hast, dann kommst du zu mir. Bis dahin habe ich was fertig, was dich interessieren wird. Also er hackt auch irgendwas aus. Warte auf die Haitianer. Aber die Frage ist ja, kommen die jetzt hier hin? Oder muss ich jetzt da zu dem... ist jetzt oh, Entschuldigung. Nein. Oh! Leute, wir müssen fahren. Ob die Haitianer uns überhaupt noch wiedererkennen? Ich hoffe nicht. Ah. Wow, das war knapp. Der schöne Lack, das hätte ich mir nie verziehen. Oh, das war knapp. Ich meine ja nur, wir schlagen zu, die schlagen zurück. So können wir den Kampf nicht gewinnen. Dich zu sehen. Verzeihung. Ah, ich lasse die Karre jetzt einfach mal hier stehen und setze mich mal auf die Bank. Verzeihung. Ja. Mal gucken, was jetzt passiert. Die fliegen James Earl Ray diese Woche zurück. Kaum zu fassen, dass wir glauben sollen, dass nur ein Mann Dr. King erledigt hat. Ist zu einfach. Zu glatt. Genau das macht mir Sorgen. Sagen wir, er hat Dr. King erschossen. Nur er und niemand sonst. Und wenn's wirklich so leicht ist, einen großen Mann wie Dr. King, Präsident Kennedy oder Bruder Malcolm niederzustrecken, dann wird sich in diesem Land nie was ändern.
Du kämpfst und schwitzt. Und jemand kann dir alles wieder wegnehmen. Einfach so. Oh, da fährt ein gelbes Auto in die Werkstatt. Ja. Sieht lecker aus, Schokopudding. Vielleicht darf ich später mal naschen. Fahr zur Hölle. Information betreiben die illegalen Geschäfte in ganz Neubadogs. Finde und verhöre sie, um Informationen über Ziele zu erhalten, die zu bestimmten Geschäften gehören. Okay. Um den haitianischen Informanten zu befragen, isoliere ihn durch Kampf oder schleiche dich an ihn heran, um das Verhör zu beginnen. Alles klar. Ist der Drossel gelaufen? Wir werden sie Stück für fucking Stück auseinandernehmen. Wenn das nicht hilft. Ich glaube, er hat sich verirrt. Wenn du irr bleibst, wirst du es bereuen. Den macht's! Scheiße! Dieses Arschloch hat mich festgenagelt! Ach du Scheiße. Den muss ich also befragen und die anderen muss ich eliminieren. Okay. Scheiße, ich krieg Gänsehaut. Oh. Da geht ja schon gut los. Ja, ja. So, jetzt aber, das muss jetzt klappen, oder? Ja. Ja, komm schon, Lars. Das ist jetzt 3 Jahre her, Mann. Bin nicht über sie weg. War meine erste. Ist März 1965. Dann eher das Gegenteil. Die Jagdzeit auf schwarze Unruhestifter ist erlassen. Das jedenfalls wissen wir sicher. Wie ist es da draußen gelaufen? Alle ja. Und wir werden sie Stück für fucking Stück auseinandernehmen. Hä? Du bist hier nicht willkommen. Scheiße, hab mich gesehen. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wann wir im Kino zum letzten Mal eine schöne, altmodische Komödie gezeigt haben. Hier ist dieser Idiot nicht. Pass doch auf. Ich kann mir diese Stimme des Hollow gar nicht anhören. Ich muss immer dran denken, was passiert. Ich guck mich erstmal um, ja? Vielleicht finde ich irgendwo, geh mal runter. Soll ja noch heißer werden, was man so hört. Schon möglich. Wer ist das? Du bist für mich nicht mehr. Erledig diese Pisser! Ist nicht. Ich kann irgendwas erleben. Ach du Scheiße! Bleib weg! Bin ich aber nicht. Ich bin zu alt zum Weglaufen und zu jung zum Sterben. Schrott, Massisi! Ach, warte, was will ich denn im Steam-Menü? Bist du sicher, dass ich das? Ich muss gedrückt halten. Oh, Mann. Keiner will die Rednecks im Hollow. Bring mich zu deinem Boss, dann machen wir das klar. Fuck! Merde! Geh zum Voodoo-Laden. Da findest du den Boss. Tut mir leid wegen der Kopfschmerzen. Ja, nehmen wir mal die Kohle noch mit. Ah, nimmt er automatisch mit. Aber wir haben. So, jetzt haben wir noch eine. Mal gucken, ob der andere hier auch noch was hatte. Okay, Munition, alles klar, super gut. Der ist da oben gegangen. Achso, ich kann überall die Tore aufmachen. Vielleicht hat er ja oben irgendwie Geld gebunkert. Wir haben uns ja, ne? Aha, da oben ist auch nochmal Knopf. Aha. Ah, da liegt, guck mal, ich hatte recht. Okay. Die sind wirklich ver...
Jede Menge Kohle haben wir jetzt. Das heißt, wir müssen. Was haben wir hier? Du hast ausgebaute elektronische Bauteile gefunden. Vielleicht kannst du die mal gebrauchen. Okay. Sehr interessant das Ganze. Das heißt, wir müssen zwischenzeitlich auch immer wieder zum Unterschlupf zurück und die Kohle sichern. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich könnte natürlich auch die gelbe Karre nehmen, aber wir haben ja den, wir haben unser schön. Ich habe noch Kohle übersehen. Hier liegt noch mal. Wow, wo über Kohle hier rumfliegt, Alter. Das ist ja mal heftig, ey. Ja, steht unser Schild. Der Kerl hat eine Schusswaffe. Ich bin stolz darauf, mein Wahlrecht auszuüben. Geht gar nicht darum, ob es dann so wirklich will. Es ist unsere Chance auf eine Stimme. Schon möglich. Vorwärts. Na komm, fahr. Schade, dass ich nicht hupen kann. Ah, doch, auf T. Oh, nicht mal das kann ich. Was wird mir denn hier angezeigt? Was ist das? Das interessiert. Das will ich mir jetzt erstmal angucken. Hier ist alles grün. Ist das ein Klamottenladen oder was? Ach nein. Okay, da kommen wir nicht rein. Ah, hier. Okay, ich kann überall hin und mir Sachen angucken. Oh, jetzt haben wir eine schicke rote Karre. Ist ja ein geiles Moped. Mamma mia. Den lasse ich erstmal hier draußen stehen, damit fahren wir gleich los. Regale ist nichts. Warte mal, was haben wir? Exit. Wo sind die? Die sind doch hier irgendwo. Da will ich unbedingt rein, hin. Wir tauschen jetzt auch nochmal die Karre. Die verbeulte Karre. So. Wir sind ja nicht so. Okay, da. Das ist. Ich bin jetzt. Okay, das ist in dem Gebäude da. Vielleicht komme ich ja von vorne irgendwo rein, an der Straße. Warte mal, da ist ein Eingang. Vielleicht kann ich. Oh ja, warte. Na, was mache ich denn? Ich kann nicht mal laufen. Okay, da war ja was. Jo, knacken ist er. Ich fahre also rum und höre mir den alten Johnny an. Und plötzlich kommt da dieser Arsch und übernimmt den ganzen gottverdammten Sender. Jetzt muss ich mir Niggermusik anhören. Hippie-Musik. Lauter solchen Scheiß. Hätte
Radio, nicht das von irgendeinem geheimnisvollen Nigger. Dann weiß ich nicht, was ich dir sagen soll. Ich fürchte, da musst du wohl doch... Oh, Scheiße. Da ist er, los! Alter Verwalter. Weil die haben... Die Karre...